alles, was wir anbieten, sind Infos darüber, wer in welchem Film nackt zu sehen ist. So wie Mr. Skin? Wer ist Mr. Skin? Alter, Mr. Skin. Mr. Skin? Nein! Wir haben über ein Jahr unseres Lebens vergeudet. Die machen haargenau das Gleiche wie wir mit unserer Seite. Wie zum Teufel konnte das passieren? Mr. Skin ist sogar ein besserer Name als unserer. Mann, fick mir doch ein Bart. Alter, die haben eine Top 10 von Gruppenduschszenen. Warum ist dir das nicht eingefallen, Jay? Wieso machst du denn mich an? Verdammte Kacke. Ah, scheiße, ich habe die Seite beim Surfen schon mal gesehen, aber ich hab's wohl nicht gerafft. Und was machen wir jetzt? Was wir brauchen, ist einfach nur eine neue, bessere Idee, auf die sonst noch keiner gekommen ist. Oh, hey, Spider-Man 3 läuft in 8 Minuten. Geil. Los. Keine Sorge, Mann, uns fällt schon was ein. Oh, fuck. Weißt du was? Also, ich glaube, nur weil es diese Seite da gibt, muss das längst nicht bedeuten, dass unsere nicht läuft. Von allem, was gut ist, gibt's immer zwei. Ja, na, aber klar. Volcano und Dante's Peak? Deep Impact, Armageddon und White Up, Tombstone. Paris Hilton und ihre komische Schwester, Nikki. Genau, wir sind beide auf einer Welle. Das bringt uns weiter, würde ich sagen. Kein Ding, das wird schon hinhauen. Hör zu, Allison. Du hast dir das sicher anders vorgestellt. Und glaub mir, ich hätte mir auch was anderes gewünscht, aber... Aber trotzdem zeige ich dir jetzt diese leere Schachtel. Das ist ein Versprechen, Allison. Bitte glaub mir, ich werde sie eines Tages füllen. Ich werde diese Schachtel mit dem Ring füllen, den du verdienst, deinem wunderschönen Ring. Und noch fehlt das Geld, aber ausgesucht ist er schon und er liegt beim Juwelier und ist wirklich schön. Also eigentlich wollte ich dich fragen, ob du mich heiraten willst, weil ich dich nämlich liebe. Ich liebe dich auch. Wirklich? Oh Mann, wie schön das zu hören. Das ist das erste Mal, dass ein Mädchen das zu mir gesagt hat. Also... Aber die Sache ist die... Was für eine Sache? Ich weiß noch gar nicht so richtig, was diese Liebe eigentlich ist, verstehst du? Einfach, weil sie so neu ist und so aufregend, ja. Dass ich... Es ist schon toll, aber... Weißt du, wir kennen uns erst seit 17 Wochen, deshalb... Okay. Hör zu, ehrlich, ich meine, Ich dachte, du fühlst dich nicht wohl, weil wir ein Baby bekommen und wir nicht verlobt sind oder so. Ich stehe jetzt mal auf, meine Knie fangen langsam an, weh zu tun. Nein, das macht mir nichts, weißt du. Wir tun einfach, was wir können. Wir machen das Beste daraus. Und ich will nicht, dass wir uns unter noch mehr Druck setzen, als wir ihn ohnehin schon haben. Okay, ja, das ist ganz in meinem Sinn. Ganz sicher? Ehrlich, ich will dich nicht verletzen. Nein, wirklich. Ich wollte nur, dass du zufrieden bist. Kein Ding, wenn du nicht willst, dann ist das total in Ordnung. Okay. So. Ich liebe dich wirklich. Ich weiß, danke. Das hast du schon mal gesagt. Das ist schön. Thank you.